Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Frohes neues Jahr 2018. Frohes neues Jahr. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Wirklich. Ich habe wirklich einen Grund schon wieder zum Feiern. Wirklich. Mit zum vierten Mal Vater geworden. Wirklich. Ich habe es geschafft. Ja, wirklich. Ich bin wirklich den Tränen nahe, wirklich Vater geworden, erneut. Und ich sage euch, was das Schwierigste ist am Vatersein. Die Namensfindung, Leute, wirklich, das ist Endgegner, wirklich, Leute. Weil ich wollte ihm zuerst einen türkischen Namen geben, ne? Wirklich, sind Türken heute hier? Absolut niemand, Leute, was ist das? Leute, wir sind in Köln, Alter. Das ist statistisch gesehen unmöglich. Was ist das? Das ist richtig. Hat der Türsteher saubere Arbeit geleistet, oder? Das war krass. Knoblauch raus hier, das war's sofort. Krass. Aber ich hoffe, ihr kennt wenigstens ein paar Türken, weil türkische Namen klingen immer wie so Naturkatastrophen. Wirklich, das ist der Hammer. Immer so Orhan, Orkan, Taifun, Vulkan. Es gibt wirklich einen Namen, der heißt Vulkan. What the fuck is this? Was hat sich dieser Typ dabei gedacht? Bruder, wir nehmen Vulkan, U raus, O rein. Keiner wird's merken. Spoiler, jeder hat's gemerkt, ne? Das war wirklich Detective-Ausbildung 6+, ne? Das war's. Ihr könnt das wirklich so nachlesen. Vulkan, V-O, das steht genau so im türkischen Duden. Keine Ahnung, wirklich. Im Düden heißt es, glaube ich. Düden, ne? Düden. Wirklich. Ihr müsst aber aufpassen, Düden. Verwechslungsgefahr. Sachsen und Türkei, selbes Wort, ne? Das ist Katastrophe, wirklich. Wo ist denn der Düden? Wer ist denn der Düden? Das geht die ganze Zeit. Wer hat den besseren Düden? Ne, es geht die ganze Zeit. Katastrophe, ne? Und deswegen dachte ich niemals, ich gebe dem lieber einen vietnamesischen Namen, Leute. Sind Vietnamesen heute hier? Absolut niemand. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind umzingelt von vietnamesischen und türkischen Restaurants und keiner hat es hier reingeschafft. Unmöglich. Also, gebackene Bananen raus hier. Was ein Türsteher. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Vietnamesen heißen alle mit Nachnamen Nguyen. Ich schwör's euch, jeder kann das hier bestätigen, wirklich. Nguyen, ich weiß nicht, wie das entstanden ist oder was der Postbote in diesem Land macht. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Leute, das ist ein Knochenjob, ne, wirklich. Der haut einfach alle Briefe in so eine Kanone rein. Pam, mach selber, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Jeden Tag denkt irgendein Nguyen, er wurde eingestellt und irgendein anderer denkt, er wurde gefeuert. Warum? Warum? Es ist wirklich. Leute, ihr habt noch nicht gelebt, bis ihr ein vietnamesisches Fußballspiel gesehen habt, Leute. Das ist Rolls Royce. Dieser Kommentator ist hart überfordert, wirklich. Der die ganze Zeit so, Nguyen, Spiel zu Nguyen, zurück zu Nguyen. Ah, das war eine scheiß Aktion von Nguyen. Ah, gut, dass Nguyen es gerettet hat. Was halten Sie davon, Trainer Nguyen? What the fuck? Für nächstes Spiel, wir haben eine Geheimwaffe. Lassen Sie mich raten, Nguyen? Ah, Verräter! Eine Scheiße. Und deswegen, Leute, ist echt wichtig. Sind die irgendwelche Asiaten hier? Irgendwelche, irgendeine Art? Ihr zwei seid doch safe Tamilen, oder nicht? Hundertprozentig. Seid ihr Tamilen, echt? Wie habt ihr diesen, ihr müsst wissen über Tamilen, deren Name ist immer so ein kompletter Bollywood-Text. Das ist wirklich Rolls Royce. Habt ihr so einen Namen? Wie heißt du mit Vor- und Nachnamen? Warte, langsam. Dein Vor- und Nachname zusammen. Hast du das bitte gehört? Der hat das gehört. Direkt. Shah Rukh Khan kam sofort dazu. Der sofort. Liebe kennt keine Grenzen, Bruder. Wirklich. Zusammen mit ihm Doppelalbum Bollywood. Sofort. Komm, das ist wirklich Rolls Royce. Hast du auch so einen? Wie heißt du? Wie heißt du? Janagan Kamisamoti, Bro. Das ist so ein richtiges. Das klingt wie so ein Pokémon deins, Alter. Deins ist wirklich Legende. Curry Tackle. Wirklich, das ist dein Name, Bro. Rolls Royce. Nein, sorry, Bro. Der Name ist überragend. Wirklich, das ist. Wie asozial. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist. Es ist wirklich überragend.
Wichtig ist nur, Leute, wirklich, ich war mit meinem Sohn, ich bewundere ihn wirklich sehr, Leute, wirklich, weil er, ich war mit ihm, also mein anderer Sohn, der wurde vor kurzem eingeschult und ich liebe seine Motivation bei den Tests. Er ist so ein Kämpfer, Leute. Ihr kennt das, bei so Tests, wenn man so keine Ahnung hat, gibt es zwei Arten von Schülern. Es gibt diese Leute, die sind so am Feiden, die schmieren so irgendeinen Scheiß hin, um Hauptsache noch so Mitleidspunkte zu bekommen und noch so einen Punkt für 6+. Ne? Das gibt die. Und es gibt mich, Frankreich 41, sofort weiße Fahne aufgeben, direkt. Da bin ich, Leute, wirklich. Bei mir immer, ich habe den Test angeguckt, keine Chance gehabt, Name drauf geschrieben, Frisbee, zurück zum Absender, das war's. Und ich dachte, der Lehrer wird das feiern, der so, danke, dass du nicht meine Zeit verschwendest und nicht deine Zeit verschwendest, High Five, raus mit dir, ne? Nein, Leute, der hat mich angeschrien, der so, das ist Leistungsverweigerung. Hör auf, die Leistung zu verweigern. Ich so, Bro, ich kann nichts leisten, Alter. Ich weiß es doch nicht, Mann. Was soll ich machen? Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Ich habe mich gefühlt wie dieser Rollstuhlfahrer auf diesem Kanye West Konzert. Kennt ihr das? Hier, Parakatan, du weißt Bescheid. Leute, wirklich, ich schwör's euch. Ihr könnt es auf YouTube, da ein paar kennen das. Das war nicht dein Name, ne? Sorry, ich habe keine Ahnung. Ich hab den Namen. Den Namen hart gefreestylt, ich so. Barakatantu, hundertprozentig. Es gibt wirklich dieses Kanye West Video auf YouTube. Ihr müsst eintippen, Kanye West Wheelchair. Ne? Hat so 7 Millionen Klicks, könnt ihr sofort angucken. Da macht er so ein Konzert und er fordert auf, dass alle im Raum aufstehen. Der so, stand up, everybody stand up, everybody stand the fuck up. Und dann hat er oben nicht gesehen, dass da eine Rollstuhlabteilung war. Ich schwör's euch. Ihr könnt's gut, ihr könnt's YouTube, ich schwör's euch. Der guckt dann darüber. Ey, man, stand up. What the fuck, man? Stand up. This is disrespectful. Motherfucker, stand up. Der Rollstuhlfahrer. Motherfucker, I'm in a wheelchair. Der so. Oh, hör auf, die Leistung zu verweigern. Ne? Also ich stell's drauf. Genau so habe ich mich gefühlt, Leute. Wirklich bei dieser vercrackten Lehrerin, Leute. Wirklich, ich hatte wirklich, Leute, ohne Spaß, ich hatte die vercrackteste Lehrerin aller Zeiten. Wirklich, bei Duden vercrackt, ihr Bild ist so da, sofort. Ich schwör's euch, Leute, sie hatte keinen Schweigefuchs, sie hatte eine Schweigeratte. Ne? Sie war vercrackt, Leute, wirklich. Sie hatte kein Pausenbrot, sie hatte so Pausenrattenschaschlik. Ne? Es war einfach vercrackt, Leute, wirklich. Plus, sie hat geschielt, aber nicht nach innen, sondern nach außen. Ne? Wirklich, sie war so Trainer für Chamäleons, ne? Sie war so, selbst Chamäleon war so, Bruder, wie machst du das? Das ist unglaublich, Bruder. Ihr müsst überlegen, wenn sie nach außen schielt, sie hat einen 360-Grad-Blick, Leute, wirklich. Sie war ein Albtraum für jeden Spicker, Leute, wirklich. Sie ist rumgelaufen, aha! Beweismaterial gesichert, das war's. Sie war wirklich ein Albtraum für alle Beteiligten. Das Einzige, was mir auch aufgefallen ist bei meinem Sohn, der hat, was mich krass aufregt, ist, dass der Lehrstoff sich hart verändert hat, Leute. Zum Beispiel damals hat mich richtig fasziniert, man bringt uns immer nur diese Breitengrade bei. Äquator, weiter höher, weiter höher. Aber man redet viel zu wenig über diese Längengrade. Ne? Ihr kennt das, diese Zeitzonen. Weil diese ganzen Zeitzonen treffen sich alle oben am Nord- und Südpol. Was haben die da oben für eine Uhrzeit? Wisst ihr, was ich meine? Wie laufen die da rum? Jeder Schritt ist doch, wenn die da rumlaufen, ey, Eskimo Joe, wie spät ist es denn bei dir? Da, wo du stehst oder wo ich stehe? Ey, sorry, Leute, ich habe keine Ahnung, wie Eskimos klingen, deswegen einfach Ossi-Dialekt. Ich habe keine Ahnung, wie die sind. Wenn sich einer beschwert, es tut mir sehr leid, wirklich. Als Entschädigung 3 Eiswürfel auf meinen Nacken, ne? Auf jeden Fall die so, ey Eskimo Joe, wie spät ist es denn bei dir? Da wo du stehst oder wo ich stehe? Es ist genau 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Man kann nie zu spät kommen, das ist der Jackpot. Wirklich. Ey, du bist 4 Stunden zu spät, 3 Stunden, 2 Stunden. Ich liebe deine Pünktlichkeit. Ne, das war hart vercrackt. Dort muss man Schüler sein, Leute, wirklich, das ist Jackpot. Du schreibst so einen Test, der dann so, es ist Abgabe, okay, du hast noch eine Stunde, das war's. Kennt ihr diesen Snoop Dogg Song, Ain't Nothing But A G-Thing? Kennt ihr den? Dieser 1, 2, 3 into the fire, so ist der entstanden, hundertprozentig.
Weil da ist mir auch einiges bewusst geworden, Leute. Die Welt verändert sich hart schnell. Ich komme mir schon vor wie so ein alter Knacker, wirklich. Zum Beispiel auch hier am Bahnhof. Ich war hier am Bahnhof auf dem Klo, ne? Wie nennt sich das? Rail and Fresh oder so ein Shit, ne? Es ist keine Werbung, weil es stimmt nicht. Nichts ist fresh an diesem Ort, wirklich. Der müsste Crack and Crack heißen, wirklich. Einfach so. Das Logo müsste so eine Kakerlake sein, so West Coast. Das war's. Mit so einer Ratte, Armlänge Abstand. Das müsste das Logo sein, wirklich. Weil es ist so hart vercrackt dort, weil früher hast du einfach einen Euro reingeschmissen und dann rein. Jetzt nicht mehr, Leute. Jetzt kannst du dort, ich schwör's euch, mit Kreditkarte bezahlen. Das ist Next Level, Leute, wirklich. Du gönnst dir jetzt quasi dein Shit, ne? Das ist richtig Next Level. Wenn ihr schon immer gedacht habt, Mann, ich gebe zu viel Geld für Scheiße aus. Jetzt nimmt ihr einen Kredit auf für Scheiße. Ne? Wirklich, das ist. Mein Steuerberater dreht komplett durch. Der so, worunter soll ich diese Knödler buchen? So, Bro, mach's unter interne Ausgaben. Ne? Das war's. Katastrophe. Weil dann habe ich auch Knödler für meine Freunde ausgegeben. Ne? Ich habe gesagt, Bro, komm, Knödler heute auf mich. Ne? Los geht's. Hustlin', hustlin', rein mit euch. Dann wurde dieser Klomann aber hart. Zum Detektiv, ne? Der kam so, der so, hey, das wirkt mir sehr suspekt, kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Ich so, hä, warum? Der so, es kann doch sein, dass die Kreditkarte gestohlen ist. Wirklich? Kommt das so häufig vor? Sind das die neuen Diebe 2018, wirklich, Leute? Dass die so jemandem auflauern, klauen so die Tasche, rennen um ihr Leben, sehen diese goldene American Express und das Erste, was sie sich denken, ist jetzt gehe ich erstmal auf seine Kosten kacken. Los geht's. Ein richtiger Low-Budget-Bösewicht, wirklich, Leute, der ist so Mr. Evil Shitman. Ne, es macht einfach gar keinen Sinn. Und deswegen, das Wichtigste ist nur, dass mein Sohn so Verantwortung übernimmt. Deswegen will er sich unbedingt ein Haustier besorgen, Leute. Hat irgendjemand hier drin ein Haustier? Absolut. Echt, was hast du für ein Haustier? Hund, laber, was für ein Hund? Ein kleiner, ist ein kleiner, oder? Also ich weiß nicht, ob es ein Hund ist. Es war eine Kakerlake, sie wurde immer größer. Jetzt nenne ich es Hund. Nein, wirklich. Nein, weißt du, was es für ein Hund ist? Rhodesian Richman. Holy shit, das ist Richmans. Rich, Bro, der Typ ist so lang wie ein sri-lankanischer Name. What the fuck, was ist das? Hast du ihm den verkauft? Was ist das für ein Hund? Rhodesian Rich Barakadantu. Leg ihn in den Mund. Hammer, Rhodesian. Geiler Typ. Rhodesian Rich Man, Legende. Aber das war eh alles nur Bluff. Das müsst ihr euch echt merken. Wenn so jemand mit meiner Hautfarbe oder unsere Ecke fragt, was hast du für einen Hund? Wir haben keine Ahnung, wirklich. Das ist nur Bluff, um integriert zu wirken, wirklich. Wir kennen nur Hund, Seehund, Flughund. Wenn du gebissen wirst, Wolf. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Sonst keine Ahnung. Und nein, wirklich, ich liebe Hunde wirklich wie ein Sohn. Das Einzige, es gibt nur, weil mein Sohn wünscht sich einen Mops, Leute. Habt ihr schon mal Mops gesehen? Yes, ganz genau. Der ist Katastrophe, der Mops, wirklich. Was mir aufgefallen ist, Leute, wirklich, Mops ist der Trabi unter den Hunden, Leute. Wirklich, das ist Katastrophe. Wirklich, er sieht aus wie Fledermaus, aber ohne Fleder. Ne, das war's. Er sieht aus so Hund, 3 Runden gegen Conor McGregor, Mops, das war's. Und der ist immer aus der Puste, Leute, wirklich, jedes Mal. Du hörst ihn von 5 Metern. Klingt die ganze Zeit so, als ob er gewaterboardet wird. Wirklich, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo Bin Laden ist. Das ist Katastrophe. Das Schlimmste ist aber, er wurde ja so gezüchtet, Leute. Das ist das Katastrophale. Das heißt, jemand wollte das so, Leute. Das heißt, jemand hat einen normalen Hund gesehen, hat sich gedacht, der atmet mir zu leise. Ich brauch ein bisschen mehr. Es ist wirklich peinlich für alle Beteiligten, ne? Das Einzige, wirklich, dieser Mops in der Katzenwelt ist die nackte Katze, Leute. Wirklich, das ist Katastrophe. Habt ihr ihn schon mal gesehen? Der ist Katastrophe, wirklich, Leute. Mein Freund hat sich den besorgt. Der ruft mich so an, komm rüber, ich hab was ganz Tolles. Ich hab gedacht, Dönerteller oder so, ne? Das war meine Hoffnung, ne?
Und ich komme da rein und sehe dieses Alien, Leute. Das war wirklich, selbst Gollum hat gesagt, Armlänge Abstand. Ne, das war wirklich. Mäuse kamen rein, haben sich erhängt sofort. Hier, ess mich einfach. Ich will das einfach nicht sehen. Wirklich, Leute. Und diese Haut ist so nackt, faltig, vercrackt, Leute. Ich schwör's euch. Er hat mich auch noch gezwungen, das zu streicheln. Ne? Also, das ist so faltig, vercrackt, Leute. Das Einzige, womit ich das vergleichen kann, ist, keine Ahnung, Rentnerklöten. 1:1, Leute. Ich schwör's euch. Also denke ich mir mal, ne? Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt kein ich bin jetzt kein Experte oder so, ne? Und das Einzige, was mich fasziniert, zum Beispiel einer meiner besten Freunde ist wirklich Ozzy, Leute. Wirklich, ich liebe ihn wirklich wie ein Sohn. Er ist wirklich ein richtiges Beast from the East. Wirklich, Leute, ich liebe ihn hart. Er ist wirklich auch Lehrer. Sind Lehrer heute hier? Absolut niemand. Krass, keine Lehrer, keine... Doch, echt, haben wir einen Lehrer? Verteilt er sich gerade? What the fuck? Woher wisst ihr alle, dass es hier einen Lehrer gibt? Du bist... The fuck? Hat er hier in der Pause unterrichtet oder was? Was ist ein Typ? Also Leute, lass mal die Zeit produktiv nutzen. Hier, lass mal ganz kurz Integralrechnung, Nachhilfe. Krass. Du bist Lehrer? Laber doch nicht. Krasser Typ. Krass, sieht aus wie ein Rapper oder nicht? Der sieht safe aus wie ein Rapper. So Afrohaare, wirklich. Der kommt so rein. 1, 2, 3 into the fell. Heute lernen wir zählen, Kinder. Nein, Respekt. Auf was für einer Schulform unterrichtest du? Gesamtschule. Gesamtschule. Also einfach alles zusammen, oder was? Einfach alles. Das ist einfach Haupt, alle zusammen. Bill Gates, sein Sohn, Haftbefehl, sein Sohn, alle rein. Was ist das für eine vercrackte Scheiße? Er muss den Unterricht immer bilingual machen. Einmal Deutsch, einmal Türkisch. Das war's. Das ist die ganze Zeit. Hast du das verstanden? Krass. Das ist aber krass für dich, die... Das heißt, alle sind zusammen. So Assis, Doktoren, alle zusammen. Krass, Alter. Was unterrichtest du da? Italienisch. Ich glaube, wenn du auf eine Gesamtschule gehst, hast du andere Probleme als Italienisch. Wisst ihr, was ich meine? Du musst Türkisch unterrichten oder so ein Shit. Krasser Typ, Alter. Digga, wir hatten nicht mal Deutsch richtig, Alter. Und der unterrichtet Italienisch. Krasser Typ, Mann. Aber auf einer Gesamtschule, das ist doch... Warte mal ganz kurz. Genauso unterschiedlich, wie die Kinder sind, so sind ja auch die Eltern beim Elternsprechtag. Das heißt, einmal hast du diese Ärzte, die reinkommen. Guten Tag, könnt ihr mal den Lehrplan durchgehen? Und dann hast du diese New Kids-Eltern, die so reinkommen, die Tür eintreten. Bam! Warum hat mein Sohn eine 5-Muschi? Bam! Du bist eine Legende. Legende. Komm ran, Junge! Verdammte Scheiße! Wirklich, Legende. Was wollen Sie denn von mir? Er hat eine 5. Du sollst ihm eine 6 geben, verdammte Scheiße! Du bist eine Legende, das ist ja unglaublich. Der muss jedes Mal so gucken, was für Elternteile kommen. Der muss jedes Mal gucken, okay, das passt den Nächsten. Der muss eine Schutzweste anziehen, Boxhandschuhe oder so. Okay, Armlänge Abstand, Armlänge Abstand. Aber krass, Respekt, Mann. Ich bin richtig stolz auf dich. Legende. Hammergeil, Rolls Royce. Nein, wirklich Lehrer. Mua, überragend, König im Schloss. Das Einzige, worauf ich hinaus will, ist... Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Wie kam ich auf dich? Ich habe keine Ahnung auch. Mein Freund, der war auch Lehrer, ganz genau. Der war Lehrer, genau. Er war Ossi-Lehrer, so war das, genau. Und er ist voll eifersüchtig auf mich, weil ich Kinder habe, ganz genau. Und er... Und er hat mir immer vorgehalten, dass... Jetzt habe ich's, genau. Er war sauer. Weil... Er, ey, du hast mich voll abgelenkt. Ey, Mann, du hast mich richtig. Das ist alles deine Schuld, Alter. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Italienischlehrer hier sitzt, der aber aussieht wie ein Hauptschultrainer? Das ist einfach hart. Das ist Mindfuck. Dieses ganze Programm. Du bist die Legende, wirklich. Du und Paracatan, du Legend. Aber ihr seid wirklich Avengers. Das ist ein Todestrio, das ist wirklich Legende. Wirklich. Italienischlehrer, Paracatan, du und er hat diesen Hund von Sri Lanka. Das macht einfach gar keinen Sinn. Richtig Bermuda-Dreieck, das macht gar keinen Sinn. Ihr habt mich richtig rausgehauen. Auf jeden Fall, der ist sauer, Leute. Er ist richtig sauer, weil er kriegt keine Kinder, ganz genau. Und, ey. Wir müssen das durchziehen. Weil mein anderer
Freund ist auch sauer. Er ist auch sauer, Leute. Er ist richtig sauer. Weil er ist, weil das ist mir aufgefallen, Leute. Wirklich, in Deutschland, die durchschnittliche Kinderanzahl ist immer 1,6, Leute. Ich habe keine Ahnung, was dieses Komma 6 ist. Ich schwör's euch. Was ist das? So ein Kind, wo so Bein fehlt, kommt so rein. Mama, was bin ich? Du bist eine Komma 6. Das bist du. Komma 6, wirklich. Hund mitgezählt, Silberfische, alles zusammen. Komma 6, ne? Aber jetzt kommt's. Mein afrikanischer Freund, sein Name ist wirklich Norma Kwekwe, Leute, ich schwör's euch. Ich weiß, klingt wie Klischee, sein Name ist wirklich Norma Kwekwe, wirklich. Ich habe aus seinem Ausweis gesehen, es wird buchstabiert, Ausrufezeichen, X, Batman-Symbol, Sonderzeichen. Ich schwör's euch, 100%. Wirklich. Sein Nachname ist so Kreuzworträtsel, ne? Je nachdem. Habe ich was gewonnen oder werde ich gesucht? Ne? Wird die ganze Zeit geändert. Der ist so, sein Personalausweis ist wie Ditto, ne? Dieses Pokémon verwandelt sich in alles, was er braucht. Worauf ich hinaus will, ist, er hat 13 Kinder, Leute, wirklich. Der ist der Cristiano Ronaldo des Kinderkriegens, wirklich. Jeder Schuss ein Treffer. Versteht ihr, was ich meine? Es ist unfassbar, wirklich. Er ist richtiger Scharfschütze. Bei ihm läuft es wie Popcornmaschine, ist unfassbar. Immer pop, 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 aber halt Schokopopcorn nur, ne? Pop, 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 los geht's. Und mein armer Freund Ronny, nichts. Der ist immer nur zu Hause. Hello, darkness, my old friend. In einem Suizidi alleine, ohne Sinn, ne? Und ich habe mich gefragt, woran liegt das, dass er so ein Scharfschütze ist und er nothing? Wirklich, ihr müsst wissen, ich habe Biologie studiert, ne, bei Sims. Und dort war meine Abschlussarbeit Kinder kriegen, ne, ganz genau. Und ich glaube, ganz ehrlich unter uns, ich glaube, es liegt an der Gliedlänge, Leute, wirklich. Ganz ehrlich unter uns, was ist Kinder kriegen? Kinder kriegen ist doch ein Wettrennen bis zum Ei. Da ist es doch maßgeblich entscheidend, wo deine Startposition ist. Versteht ihr, was ich meine? Ist wie bei Mario Kart. Weißt du, was ich meine? Bist du Pole Position oder bist du hinten der Depp, der nur am Hupen ist? Hallo, geht's auch mal vorwärts? Das ist doch wohl eine Unverschämtheit, ne? Welcher von beiden bist du? Weil die Ronny-Spermie wird ja viel zu weit entfernt vom Ei rausgelassen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so Normandie-Landung. Die hat so keine Chance. Es ist so Mission Impossible. Er kommt so runter. Das schaffen wir doch nie. Das ist doch eine Unverschämtheit. Rückzug. Die afrikanische Spermie wiederum. Leute, die wird direkt am Ei rausgelassen. Versteht ihr, was ich meine? Die ist schon so. Thank you for the taxi, brother. Thank you. Thank you. Thank you, brother. African sperma. Dreadlock Rasta. Fighting for Kindergeld. Nein, vielen Dank, Leute, das war's von mir. Applaus an ihn, Applaus an ihn, Applaus an ihn.